Es gibt Bereiche, in denen kann man es messen, und es gibt Bereiche, die weigern sich, sich messen zu lassen. Und ich glaube, dass man eine bestimmte, also dass man messen kann, wenn man nicht bis zur dritten Nachkommastelle geht. Ja, und es geht eigentlich nur darum, dieser H-Faktor in der Physik, der spiegelt das ja wieder, wie viele Veröffentlichungen hat man geschrieben, die so und so viele Mal zitiert worden sind. Wenn man den bis zur dritten Nachkommastelle ernst nimmt und dann sagt, der eine ist besser als der andere, dann, das ist Schwachsinn. Das ist totaler Unsinn. Nur er kann die Spitzen immerhin abfangen. Also wenn jemand seit 10 Jahren gar keine wissenschaftliche Publikation mehr herausgebracht hat, die zitiert wurde, im Bereich der Physik heißt das schon, da ist echt nicht mehr viel passiert. Das schon. Ja, also das kann man dann immerhin wenigstens mal in der heutigen Zeit auch öffentlich machen. Und kann das auch sofort im Internet abrufen. Und das finde ich jetzt nicht schlecht. Dass man jetzt sozusagen auf diese Faktoren guckt und da wirklich Unterschiede in 2, 3, ja, der eine hat 22 als H-Faktor, der andere hat 24, und ist der eine besser als der andere, ist Unsinn. Weil jeder weiß, dass Zitate nicht alles sind. Und ich meine, die höchsten Zitate kriegen Sie für eine Veröffentlichung, die nicht stimmt. Weil dann jeder erstmal sie zitiert und sagt, das stimmt nicht, was in dem Paper drin steht. Ja? Also deswegen können Sie das System auch ins Absurde karikieren. Also insofern würde ich davor warnen, diese Sachen sozusagen, wie ein Physiker es normalerweise ja tun müsste, als Messinstrument ganz scharf anzusehen. Da ist auch ein Messfehler drin. Da ist aber auch drin, meiner Meinung nach können Sie jetzt auch als Universitätsleitung nur feststellen, ist das noch ein aktiver Professor im Bereich der Forschung oder eben nicht. Dafür dient das. Es gibt natürlich Bereiche, die sich hartnäckig dagegen wehren, sich überhaupt irgendeiner Qualitätskontrolle zu stellen. Das finde ich nicht in Ordnung. Also da muss es ja etwas geben. Ich meine, ich gehöre zum Rektorat an und wir unterhalten uns auch mal mit Leuten und sagen, ja, dann sagt uns doch mal ein Kriterium, nach dem man euch messen kann. Und dann höre ich, nein, wir sind ja so, wir können, man kann sich mit keinem anderen vergleichen. Da frage ich mich, das ist schon erstaunlich. Ja, also ich glaube schon, dass das auch geht. Und da sollte sich jeder wirklich stellen. Aber natürlich, wie gesagt, also wenn es ausartet, dann nicht, ne? Also das macht keinen Sinn. Und das ist eigentlich das, was mir der gesunde Menschenverstand wirklich sagt. Aber wirklich festzustellen, also angenommen, eine Universität steht vor einem Problem. Eigentlich steht jede Universität vor dem Problem, einen bestimmten endlichen Betrag an Geld zu haben und den unter den Professoren für Forschung und Lehre zu verteilen. So. Und ehrlich gesagt, da macht es ja Sinn, auch hier zumindest diejenigen, die seit 10 Jahren nichts mehr tun, da dann vielleicht auch etwas weniger zu investieren und bei denjenigen, die vielleicht aktiv sind, etwas mehr zu tun. So einen Maßstab zu haben, aber feiner können wir es nicht hinkriegen. Das funktioniert an keiner Stelle.